Hallo zusammen. In diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde geht es darum, ein lineares Gleichungssystem geometrisch zu lösen. Eine geometrische Lösung erfolgt prinzipiell durch das Schneiden zweier Geraden. Das bedeutet aber, dass man eine lineare Gleichung möglicherweise zuerst auf die entsprechende Form umformen muss, zum Beispiel y ist kammal x plus d. Ich habe ein Beispiel gesucht, in dem das Ganze bereits vorgenommen wurde. Ich habe hierzu zwei Geradengleichungen genommen. Y ist minus 3x plus 3 und y ist x minus 5. Nun werde ich die beiden zeichnen und versuchen damit die Lösung zu finden. Die erste ist die grüne Linie mit der Steigung minus 3, wie man sieht. Die zweite hat die Steigung 1, beginnt bei minus 5 beim d und die erste bei 3. Ich erhalte somit einen gemeinsamen Schnittpunkt bei einer Stelle 2 minus 3. Und dieser Schnittpunkt ist auch die Lösung unseres Gleichungssystems. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und danke euch für eure Aufmerksamkeit.